Was ist Bisphenol A und warum ist es gesundheitsschädlich? Bisphenol A ist eine Chemikalie, die häufig zur Herstellung von Kunststoffen verwendet wird. Wir treffen sie quasi täglich in Form von Lebensmittelverpackungen, von Baustoffen auf den Bodenbelägen. Bisphenol A gilt als krebserregend bzw. als krebstriggernd. Das heißt, Krebserkrankungen werden beschleunigt, werden verstärkt. In Tierversuchen wurde auch eine endokrine Wirkung nachgewiesen. Das heißt, Bisphenol A wirkt beeinträchtigt die Gehirnentwicklung und beeinträchtigt auch die Fortpflanzung. Nicht zuletzt deshalb wurde Bisphenol A jetzt auch als Grenzwert in die neue Trinkwasserverordnung aufgenommen und gilt ab Januar mit einem Grenzwert von 2,5 Mikrogramm pro Liter. Wie kommt Bisphenol A ins Trinkwasser? Bei der Sanierung von Trinkwasserleitungen werden manchmal Epoxidharzbeschichtungen verwendet. Diese enthalten unter anderem Bisphenol A. Durch die Alterungsprozesse und durch thermische Belastung der Rohrleitungen kann dieses Bisphenol A ins Trinkwasser ausgeschwemmt werden. Im Rahmen eines Forschungsprojektes zusammen mit der CVUA Stuttgart haben wir hier im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg einige Objekte untersucht, die nachweislich mit Epoxidharz beschichtet wurden und haben dabei erschreckende Werte an Bisphenol A festgestellt. Der Grenzwert war zum Teil um das Hundertfache überschritten. Wie kann ich mich schützen? Nun, die erste Anlaufstelle, um sich über die Materialien Ihrer Rohrleitung zu informieren, ist sicherlich Ihr Vermieter oder der Eigentümer der Wohnung. Wenn Sie dort nicht weiterkommen oder wenn es dort Unsicherheiten gibt, hilft nur eine gutachterliche Untersuchung. Das heißt, ein Stück Rohr muss ausgebaut werden. Eventuell auch hilft eine Kamerabefahrung, um das Rohr zu untersuchen. Wenn das alles nicht hilft, können Sie noch eine Wasseranalyse machen. Das heißt, das Wasser oder das Warmwasser wird auf Bisphenol A untersucht. Dazu würden wir Ihnen empfehlen, ein akkreditiertes Labor zu wählen. Die Liste der Labore finden Sie bei uns auf der Homepage, die das machen können. Ansonsten können wir Ihnen nur raten, wenn Sie zukünftig eine Sanierung Ihrer Trinkwasserleitung planen, informieren Sie sich gut, informieren Sie sich überall über die möglichen Materialien, die eingesetzt werden und über die Verfahren, damit solche Dinge nicht wieder passieren. Bei weiteren Fragen können Sie auch gerne an uns, an das zuständige Gesundheitsamt wenden.